Los geht's! Los voller Tatendrang, ich kipp gleich um, ich bin müde. Ich hab noch voller Energie. Ja, ich hab voll Hunger, aber was muss, das muss. Was muss, das muss, ne? Wir müssen jetzt ein Video drehen. Genau. Nächste Rezeptvideo ist am Start. Jawohl. Was gibt es denn? Boah, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Es gibt eine Eclair-Torte mit Pistazien, eventuell Orangenblütenwasser oder auch nicht, da muss ich noch gleich gucken. Und mit einer Sahnecreme. Das klingt mega lecker. Ja. Und ich habe es auch probiert schon, Leute, das schmeckt wirklich mega lecker. Ich habe es ja Probe gebacken und jetzt habe ich es nochmal verfeinert und jetzt filme ich es ab. So, Leute, wir haben jetzt 20.20 Uhr. Heute ist, wir dürfen schon erzählen und essen und Kiki hat hier was wunderhaftes, leckeres gezaubert. Ich habe einfach nur Gulasch mit Bulgur und Salat. Ah, und diese Linsensuppe, die heute online gegangen ist. Ja, Linsensuppe. Ich habe mir selber Hunger drauf gemacht im Video. Ja. Ich höre mir das so an, ich so, boah, okay, ich habe Bock drauf. Das ist jetzt unser Thumbnail, das findest du so im Video auch ein. Oh mein Gott. So, hier haben wir das leckere Essen. Zack, 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 zack. Hier, lecker, lecker Suppe. Rosen, Reis und Gulasch. Hier einen tollen Töpfen hier, tolle Deckel. So, Kiki, ich sag dir mal so, ne? Du hast Glück, dass Iftar zu früh ist. Weil heute ist Champions League, heute spielt Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Und die spielen aber erst um 9 Uhr, das heißt nach dem Essen. Hast du nochmal Glück gehabt? Also ich wollte nur mal mitteilen, dass du mal Glück gehabt hast. Was sagst du zu deinem Glück? Ich bin überwältigt. Mein Tränenkanal füllt sich mit Tränen. Ja? Ja. Hau rein, du bist echt fleißig. Danke, wirklich. Danke, danke. Also man muss echt sagen, du arbeitest 8 Stunden am Tag und hast nochmal gekocht. Aber es macht Spaß. Das finde ich toll. Danke, danke. So, ich decke mal den Tisch, Kiki, ne? Decken wir mal den Tisch, ne? So, wo kommt eigentlich immer Löffel hin? Ich weiß gar nicht. Links oder rechts? Ganz ehrlich, wen juckt's, ey? Mein Gott. Sieht toll aus, Kiki. Danke dir. Nicht zu danken. Alles für mich, Kiki. Oh, sehr lecker. Alles für mich. Süß. Mach das nicht so dick. Richtig lecker, Leute. Beschlagen. Ich liebe Gulasch. Und jetzt kriegen wir hier die Adas-Suppe, die arabische Linsensuppe. Ich bin einfach happy. So, jetzt noch eine Runde Fußball gucken. Insgesamt allerdings. So, Kiki, waren gerade die nächsten Rezepte für Ramadan. Ich bin ein bisschen unschlüssig, ich habe zu viele Ideen. Aber so viel schaffen wir nicht. Du hast zu viele Ideen? Ja. Erzähl mir deine Ideen. Zu viele Ideen einfach. Ja, erzähl mal, bitte. Ich weiß, wie ich jetzt erstes machen soll. Leute, es gibt Frauen, die nicht wissen, was sie anziehen sollen. Es gibt Frauen, die nicht wissen, welche Rezepte sie machen sollen. Kiki gehört zu beiden. Anziehen stimme ich hinzu, aber Rezepte weiß ich eigentlich immer. Ja, weil komm. Ich zu viel, ich zu anziehen ist sehr, sehr schlimm. Leute, die kommen vor dem Video drehen. Sieht das gut aus? Ich sehe, ja, sieht gut aus. Du hast gar nicht geguckt. Im Endeffekt. Warte mal. 50% davon hat sie recht. Ich manchmal, also zu 50% gucke ich nicht. Guck mal, bis jetzt ich bin du, okay? Okay, okay. Warte. Hamza, sieht das gut aus? Ja, sieht gut aus. 1:1. Ja, aber das ist halt. 1:1. Das in der Idee. Du guckst nie. Nicht. Das war echt genauso. Ja, 1:1. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich bin ein Mann. Das ist halt so, wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne, weißt du? Ja, merke ich schon. Ja. Boah, Erzähl mal von dem ersten Ramadan-Tag. Wie war es für dich? Boah, ich muss sagen, bis 16 Uhr, ja? Bis 17 Uhr ging's. Da hatte ich nur so ein bisschen Hungergefühl, aber Durst gar nicht. Mhm. Und dann ab 18, 19 Uhr ging's los. Boah, ich konnte nicht mehr. Ich war so schwach, ne? Und ich wollte einfach nur liegen. Da habe ich gedacht, komm, durchziehen. Aber es ist ja total normal, ne? Du hast mir es ja gerade auch mal erklärt, dass man ist an den ersten 2 Tagen einfach total schlapp, dritte, vierte auch noch. Irgendwann regeneriert sich der Körper, Leber, Lunge etc. Zellerneuerung. Die Zellen erneuern sich, der Stoffwechsel wird besser und da kommen wir auch noch hin. Die ganzen Organe reinigen sich. Mhm. Genau, und deswegen fasten wir auch. Also das ist auch der Grund. Mhm. Es ist eigentlich eine Reinigung von Körper und Geist. Ja, Seele. Ja, ist das Gleiche, okay. Ja. Ja, die Leute, wir wissen, es ist Lockdown und so, aber wir haben trotzdem unsere Familie eingeladen. Alle im Wohnzimmer. Extra leise jetzt fürs Video. Also alle sind da, von Nichte, Neffe bis Onkel, bis Tante, alles. Wirklich alles. Nein, natürlich Spaß. Vor die eine oder andere, jetzt ist es wirklich gedacht. Erstens habe ich keine Tante und keinen Onkel hier. Die kriege ich schon, aber ich nicht. Und zweitens sind das alle unsere Schuhe, die wir jetzt im Schuhschrank hatten. Hier war ein Schuhschrank, den wir jetzt abgegeben, weil wir neue Möbel. Was ist neue Möbel? Wir stellen nur einen Spiegel hin, wenn nicht, ne? Ja. Ja, genau, der Schuhschrank kommt dann quasi ins Ankleidezimmer und das sind auch teilweise
diese Hochzeitsschuhe dabei, weiß ich nicht, zum Ausgehen Schuhe dabei. Die haben wir jetzt gar nicht getragen. Wir haben die ja schön gekauft, also letztes Jahr. Und dann irgendwann mal zum Sommer hin haben wir gemerkt, ey, wir haben lange die Schuhe nicht mehr angezogen. Aber weil es einfach keinen Anlass gab. Und bis heute gibt es diesen Anlass nicht. Und das ist halt das Problem. Haben sich echt viele Schuhe gesammelt, die wir noch gar nicht getragen haben. Traurig, aber wahr. Ich besitze original 2 Jacken. Die eine davon hält warm, die andere nicht so. Wir sind beide... Reinigung. In der Reinigung. Jetzt habe ich aber keine Jacke, die ich jetzt bei kaltem Wetter anziehen könnte. Du hast eine Jacke. Ist kalt. Ist doch nicht schlimm. Aber ich würde trotzdem lieber meine andere nehmen. Die ist ein bisschen dünn, ne? Die ist nicht so dick. Welche? Ja, was soll man mitnehmen? So, wir gehen spazieren. Wir gehen spazieren. Gehst du so? Ja, ich habe so einen Kollegen, der geht doch mit Latschen raus. Schöne Grüße an Zakaria. Sehr gefährlich, ne? Was denn? Wo ist dein Schlagstock? Du hast deine Mütze verloren. Also, eigentlich ist es schlau, wenn man, ich sag mal, als Frau so spät unterwegs, 1 Uhr morgens, alleine würde ich jetzt niemals raus, dann sich so anzuziehen wie ein Mann, dann sieht man doch aus wie ein Mann. Ja, Mann, du hast echt recht. So. Du musst aber auch so aggressiv laufen. Nein, warte, wir machen das anders. Guck mal, ich komme jetzt dir entgegen und du kommst mir entgegen, ne? Dann gucken wir, wie das aussieht, ob du wie ein Mann aussiehst, okay? Boah, du siehst echt gefährlich aus. Du siehst echt gefährlich aus. Ich leg mich nicht mit dir an. Dein Lachen verrät dich. Kiki, die ist schon klar, dass sie 36 Grad haben. Ich meine Bomberjacke. Sag mir ehrlich, wo wärst du jetzt gerne? Irgendwo in der Sonne, so richtig schön entspannt. Und zwar machen wir das so. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr euch gerne wünscht. Und das im Wert von, wie viel Euro, Kiki? Du darfst entscheiden. 150 Euro, boah, krass, echt? Ja, das meiste kostet halt so 120, 130. Oder soll man sich wiederholen, sodass du weniger sagst? Ja, okay. Nein, okay, komm, 150 Euro. Guck mal, schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr euch im Wert von 150 Euro wünscht und ich kaufe euch das. Schreibt am besten nochmal den Instagram-Namen bei euch rein, von euch rein, damit ich euch kontaktieren kann. Dann schreibe ich euch auf Insta, je nachdem wer gewinnt. Und dann schreibe ich euch an, dann gebt mir die Adresse, dann kann ich das direkt zu euch liefern lassen. Ich weiß aber nicht, wann das ankommt. Also egal, was ihr bestellt. Ich weiß nicht, was ihr bestellen wollt dann. Ich bestelle euch das aus dem Onlineshop. Ihr könnt es auch bei uns bestellen im Onlineshop. Das ist eure Sache. Wäre natürlich für uns günstiger. Aber ihr könnt bestellen, was ihr wollt. Also sagt mir, was ihr wollt und ich bestelle euch. Die Grenze 150 Euro. Kommentar reinschreiben, eure Instagram-Namen reinschreiben. Dann kontaktiere ich euch. Und einer gewinnt. Einer. Betreibt man nicht. Mehr kann ich nicht. Ah, machen wir dieses Travel-Dings. Warte, nochmal dann. Das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Okay. Das. Okay, das los. Nein, nimm ich mit. Nimm ich ins Meer mit.